Bohrung Stadel 3. Seit Dezember letzten Jahres bohrt die Nagra hier im Nordwesten von Bülach. Es ist die letzte Etappe einer Standortsuche, nach der dann das optimalste Gebiet für ein Tiefenlager ausgesucht werden soll. Bohrkern um Bohrkern wird aus der Tiefe an die Oberfläche geholt, wo die Proben genau untersucht werden. Im Fokus stehen insbesondere die Dicke und die Dichtigkeit eines ganz besonderen Gesteins, des sogenannten Opalinustons. Auf ihm ruhen die ganzen Hoffnungen der Nagra. Nagra-Geschäftsleitungsmitglied Markus Fritschi ist zuversichtlich, dass in diesem speziellen Gestein der hochradioaktive Müll für Hunderttausende von Jahren sicher verwahrt werden könne. Der Opalinuston ist wasserundurchlässig. Wenn ein Riss entsteht, tut sich der Riss wieder selber schliessen. Man nennt das Selbstabdichtung und hat eine sehr gute Rückhalteeigenschaft für radioaktive Stoffe, sollten die mal aus den Behältern freigesetzt werden.